Heute stricken wir das Perlenmuster. Gestern habe ich euch ja gezeigt, wie man dieses Schüchchen macht. Also wenn ihr neu seid und noch nie gestrickt habt, schaut euch noch das letzte Video an. Das hilft euch. Das ist nur eine Ergänzung. 12 x 12 cm habt ihr jetzt rechts hoch gestrickt. Im letzten Video, wie gesagt, zeige ich euch alles nochmal genau. Hier nochmal auch die Randmaschen. Eine Randmasche. So schaut es dann aus vom Muster schön. Und dann ganz normal rechts. Das macht ihr so lange, bis ihr 12 x 12 cm habt. Und am Ende noch die Randmasche, Faden vorlegen, einstechen und abheben. Das nochmal im Schnelldurchlauf. Links sollte immer euer Faden sein. Wenn ihr dann auch hier abkettet, da kommen dann 7 Maschen runter. Das sind dann ca. 3 cm. Dazu immer 2 Maschen nehmen, diese rechts abstricken und wieder draufheben und wieder rechts abstricken. 20 Maschen sollten dann noch drauf sein auf eurer Nadel. Und dann können wir eigentlich schon mit dem Perlenmuster beginnen. Das Muster ist eins meiner Lieblingsmuster, hat mir damals in der Schulzeit schon sehr gefallen. Und wenn ihr ein paar Sachen beachtet und die Maschen kennt, ist es ganz einfach auch zu machen. Es gibt eben rechte Maschen und es gibt linke Maschen. Als erstes müsst ihr wissen, wie schauen denn eigentlich die rechten und die linken Maschen denn aus? Die rechte Masche schaut aus wie so ein V und die linke Masche schaut aus wie so ein Strich, also so. Man sagt es immer so, ein Strich ist es. Oftmals in Anlehnung eben so ein Bogen. Das ist die erste Reihe, die gestrickt wird. Und auf jede rechte Masche kommt dann eine linke Masche. Und auf jede linke Masche eine rechte Masche. Und so wird abwechselnd die Reihe gemacht. Die erste Reihe machen wir jetzt rechts, links. Natürlich außen wieder diese Randmaschen. Heben wir ab und dann stricke ich einmal rechts, Faden vorlegen, einmal links, einmal rechts und einmal wieder links. Eigentlich nichts Großes dabei. Wenn ihr aber mal das weglegen solltet, ist es eben wichtig, dass ihr wisst, wenn ihr dann sagt, oh, was soll ich denn jetzt machen? Ja, links, rechts, dass ihr eben seht. Das zeige ich dann euch nochmal in Nahaufnahme auch, dass ihr dieses V auch seht. Wenn ihr ein paar Reihen hochgestrickt habt, seht ihr es auch gut. Wir drehen die Sache auch um. Hier habe ich schon viel gestrickt. Dann sieht man auch, dass diese kleinen Knötchen sich bilden. Und ich finde, es schaut sehr edel aus, eben für Taufen oder auch für Festlichkeiten. Dieser Part hier vorne ist auch vorne rum, was es auch geht bei dem Schüchchen. Da könnt ihr auch ein anderes Muster machen, also eine komplett rechts rüber stricken, eine links oder zweifach. Da sind wir ganz flexibel eben im Muster. Jetzt zeige ich euch auch noch mal einen kleinen Tipp. Also hier sehen wir jetzt auch den Strich. Das ist jetzt eine linke Masche und darauf folgt ja eine rechte Masche. Und wenn ihr mit rechts beginnt, also wir haben jetzt eine gerade Maschenanzahl, das ist jetzt der Start, dann müsst ihr mit links wieder enden. Und die nächste beginnt ihr dann wieder mit links. Auf der anderen Seite ist ja wieder eine rechte, das ist dann logisch. Und so auch wieder, wenn es anders ist, wenn ihr mit rechts beginnt, endet es mit links, beginnt ihr wieder mit links und andersrum auch. Links beginnt, endet es mit rechts und beginnt wieder mit rechts. Das ist eigentlich ein ganz cooler Tipp, das würde ich mir auch so aufschreiben. Dann könnt ihr einfach da los stricken. Ihr seht ja auch immer schön, wo eben dieser Strich ist, am besten ein bisschen ziehen. Dann seht ihr auch, wo dieses V ist. Ja, also ich habe hier diesen Strich, das zweite ist jetzt auch dieses V eben. Wenn ihr da gut unterwegs seid, also wisst rechts und links, aber ich finde für Anfänger ist es ganz gut, wenn man das einfach draufschreibt, dann weiß man, aha, der Strich, aha, da muss jetzt eine rechte und wenn dieses V ist, muss ich jetzt eine linke drauf stricken. Das ist eigentlich mein guter Tipp und ich finde, das ist super, weil wenn man es auch mal weglegt, dann kann man auch wieder da schön sehen und ihr seht, ich habe jetzt auch keinen Fehler hier reingestrickt und es sieht wirklich schön aus und es langt sich auch schön an für Babykleidung, dieses Perlenstrickmuster. Wir haben noch einen Gewinner von der letzten Verlosung, das findet ihr in der Infobox unten, einfach mehr Anzeigen unten drücken oder auch rechts dieses Pfeilchen, da öffnet sich die Infobox, herzlichen Glückwunsch. Ja, das ist eine schöne Sache, das zu stricken, jedoch für den Fancy-Abend vielleicht passen doch lieber nur rechte Maschen, da muss man sich doch ein bisschen konzentrieren, aber schön ist es allemal. Die letzte Masche stricken wir dann auch ab und ziehen es durch, die letzte Masche durch. Hier ruhig 45 bis 40 cm dran lassen, weil das brauchen wir dann noch zum Vernähen.
Falls ihr Lust habt, die Größe anzupassen, dann dürft ihr das gerne machen und das habe ich im letzten Video noch erklärt. Das verlinke ich euch aber gerne auch nochmal in der Infobox und auch nochmal am Ende des Videos. Schnell die Maße 12 cm, 12 cm, 3 cm und 10 cm nach oben. Dazu einfach runterklappen, so mache ich das immer, und wenn 2 cm unten übrig bleiben, seid ihr fertig und dann dürft ihr auch abketten. Das einfach nochmal zum Tipp. Das war jetzt das Perlenmuster, ich finde es super schön und jetzt lasse ich noch das andere Video von gestern noch dran, falls ihr das nicht gesehen habt, das wird nämlich ganz genauso zusammengenäht, ganz easy. Ich habe eben diese spitzen Nadeln und jetzt wünsche ich euch viel Spaß. Die könnt ihr auch mal für andere Arten von Filz oder etc. benutzen. Es gibt ja keine rechte oder linke Seite, deswegen einfach mal die lange Seite zusammenstecken und einfach mal pro forma jetzt schon mal umklappen. So schaut nämlich dann das Schüchchen aus, dass ihr sehen könnt, wie sich das faltet. Hier ist ein bisschen Unterschied vom Anfang, den möchte ich hier verstecken. Deswegen passt es ganz gut, so wie ich das jetzt hier auch ausgewählt habe. Ich merke mir einfach hier oben, aha, die Außenmaschen, die liegen hier innen und da kann ich es mir ganz gut merken. Wie ihr vernäht, ist eigentlich egal. Ich nähe jetzt von oben nach unten und von unten nach oben wieder. Also abwechselnd wie so ein Achter, wie so eine Schlange. Und ihr solltet halt einfach schauen, dass er eigentlich immer in diese Außenmasche reinkommt, dass jetzt da nicht zu viel ist. Diese Babyschüchchen, die Babys laufen auch nicht damit, deswegen keine Angst irgendwie, dass sich da irgendwas bildet oder was. Das drückt überhaupt nicht, das ist so eine gute Wolle und auch eine weiche Wolle. Die ist gut ausgewählt. Oben angefangen, nochmal vernähen, dass sich da auch nichts zusammenzieht, weil wir oben nämlich auch jetzt nochmal nähen. Und zwar werden wir hier jetzt halt immer abwechselnd nach links und rechts einstechen und dann zusammenziehen, dass wir das festziehen und dass wir hier einen Kreis, so eine Wölbung halt auch generieren. Alles auf eine Nadel zu bringen ist ein bisschen schwierig, deswegen könnt ihr bei der Hälfte auch das durchziehen. Am Ende angelangt, das sieht man hier jetzt eigentlich ganz gut, weil hier es jetzt nach oben geht. Da ziehen wir jetzt fest an, also wir sind jetzt auf der linken Seite, also wo wir zusammennähen, ihr habt nicht den Schuh gewendet. Und das fixiert ihr einfach mit ein paar Stichen hier. Der Schuh ist eigentlich so weit nach oben auch, dass wie gesagt da auch nichts drückt und das sieht dann ganz schön aus, das wird dann nach oben so gedrückt und dann verschwindet es auch, was wir genäht haben. Wir sind jetzt immer noch auf der linken Seite, also das, wo wir jetzt hier zusammen genäht haben, dann wird es einmal zusammen gefaltet. Diese Naht, die liegt dann nicht ganz in der Mitte, sondern ungefähr so ein Drittel. Dann nehmen wir uns den zweiten Faden, wir liegen jetzt ungefähr in der Mitte und da werden wir jetzt halt entweder nach links oder rechts, das ist eigentlich egal, da könnt ihr auch euch Markierungen setzen, wenn ihr möchtet, müsst ihr aber natürlich auch nicht. Ich zeige es euch auch nochmal an diesem Objekt hier, wenn ihr das größer machen wollt, würde ich einfach 1 cm hier nochmal mehr nähen. Also bis quasi diese Abkettung kommt mit 3 cm und auch oben nochmal, weil das ist immer die Länge vom Fuß. Ja, wenn ihr das zusammenfaltet, das dehnt sich auch ein bisschen, da könnt ihr mal messen beim Kind, wie viel Zentimeter der Fuß eigentlich dann lang ist. Dann je nachdem, so hoch strickt ihr das. Ich würde die 12 cm lassen, weil es ein sehr schöner, hoher Schuh ist. Außer ihr möchtet vielleicht Boots machen oder das ein bisschen anpassen, das nochmal zur Größe. Ich steche jetzt in der Mitte ein, dazu benutze ich jetzt auch wieder auch die Randmaschen, die wir hier jetzt auch so schön genäht haben, die sind eigentlich recht schön, dass man hier schön reinkommt. Entweder macht ihr das mit dem Achter oder ihr macht es halt von unten nach oben und wieder von unten nach oben. Das ist eigentlich egal. Hauptsache, das ist eigentlich schön fest. Hier oben, das sind ungefähr so 4 cm. Und dann werden wir hier das jetzt zusammenziehen. Das heißt, ich werde mir das jetzt wieder links, rechts einstechen. Links, rechts. Wenn die Nadel zu kurz ist, einfach einmal durchziehen und dann wieder anfangen. Vorne, hinten, das muss auch nicht jedes sein. Und wenn ihr dann angelangt seid, dann einmal festziehen, richtig festziehen, bis es nicht mehr geht. Und dann nochmal hier einmal vernähen. Langt auch so 2-3 Mal und dann gehen wir wieder zurück. Wir müssen ja die Ferse ja auch noch rund kriegen. Da würde ich jetzt auf jeden Fall abzählen. Das sind ungefähr dann so 3 cm. Also das so gut. Also mein Finger ist ein bisschen dick, aber ich merke mir das immer mit dem Finger. Ich stecke dann immer meinen Finger rein oder zähle dann auch ab,
so in etwa. Dadurch, dass wir das ja so schön genäht haben, dass sich das so schön dehnt, ist es eh so, dass das ein bisschen dehnbar ist. Also ich habe es bei meinen Kindern immer so gemacht, dass ich immer einen Body angezogen habe, dann ein Strampler drüber und dann dieses Söckchen. Und die normalen Socken, die sind halt doch so, dass die runtergestrampelt werden und die kannst du halt zubinden und dann bleibt alles an Ort und Stelle oder auch im Kinderwagen drin. Also meine Kinder haben immer warme Füßchen gehabt und die waren so schön. Also ich habe nicht die Art Socken gehabt, ich habe mir damals auch welche gekauft, aber hätte ich damals schon gewusst, wie einfach das ist, mit dieser schönen Rundung am Schluss, hätte ich da, glaube ich, auch das Stricken angefangen. Aber das könnt ihr jetzt auch machen. Ich bereite jetzt da auch ein paar Stück vor zum Verschenken. Wir brauchen jetzt nicht mehr den unteren Faden, den könnt ihr jetzt einmal durchziehen, den schneide ich jetzt hier auch ab und dann ist der vernäht, also 2-3 Mal. Dann noch ab. Jetzt könnt ihr die mal umdrehen, dass es euch mal anschaut, eben wie diese Rundung ausschaut. Also hinten die Ferse ein bisschen schmaler, vorne natürlich der Ballen ist ein bisschen größer. Das formt sich dann noch aus und das sieht richtig schön aus. Richtig süße kleine Füßchen passen da rein. Wie gesagt, ich finde es besser wie Strümpfe, weil man es eben zubinden kann und weil sich die Kinder die nicht abstrampeln. Wenn ihr dann unten fertig seid, einfach wieder auf rechts drehen. Das heißt, die schöne Seite liegt außen. Und jetzt machen wir uns noch einen kleinen Tunnelzug, dass man eben diese schönen Schüchchen auch noch zubinden kann. Das ist eben ganz gut für die Babys, dass die an Ort und Stelle halten. Jetzt werden wir das noch machen mit dem Tunnelzug. Dazu einfach den Faden, den wir oben gelassen haben, von der Raffung her nach oben ziehen, dass wir ganz oben rauskommen. Das sind ungefähr 3 cm, was wir dann umklappen werden. Da würde ich euch auch empfehlen, dass ihr nochmal den zweiten Schuh nehmt und das ist jetzt auch der erste Schuh. Beim zweiten Schuh dann schauen, dass es dann auf jeden Fall gleich ist und das verschwindet quasi unten. Also ihr näht das fest, da gibt es dann einmal drumherum. Diese 40 cm am Anfang sind ganz gut und seht ihr, so schaut es unten aus, aber von vorne sieht man nichts. Am Schluss nochmal vernähen, eben doppelt durch die Schlaufe, dann bildet sich ein kleiner Knoten, festziehen und abschneiden. Fertig, fertig. Die graue Kombination finde ich total klasse, eben auch mit bunten Schnürsenkeln dann auch. Da könnt ihr auch verschiedene Schnürsenkel machen. Ihr stopft das dann aus mit Watte oder ihr nehmt einfach 2 Kosmetiktücher oder 3 Kosmetiktücher und schenkt es dann so wie ich das hier gemacht habe. Die sind total schön, die dehnen sich auch gut, das heißt, die werden auch länger halten, also von 0 bis, ja, das sind so jetzt 10 cm, ich würde sagen von 0 bis 5 Monate, ja, 4-5 Monate, so einfach 1 cm oder 2 cm höher stricken, wie ich das euch vorhin gezeigt habe. Und jetzt geht es noch um die Verzierungen, weil letztes Mal habe ich euch ja die schönen Knöpfe vorgestellt und gesagt, für irgendwas brauche ich die mal. Und schaut mal, wie niedlich das ist. Da kaufe ich mir noch eine zweite Packung. Ich verlinke es euch gerne auch nochmal unten. Eins schöner wie das andere. Ich habe jetzt hier noch eine Raute, da lege ich auch noch was beim Verlosungspaket dazu. Da kriegt ihr noch 20 solche Blumen und die sticke ich auch noch mit einem leichten Faden. Dann nehme ich mir einen grauen Faden von der Nähmaschine und sticke das nochmal dran. Man wäscht die eh mit der Hand und es sieht echt niedlich aus. Ich werde jetzt noch mir einen Schnürsenkel machen, dazu einfach Häkelnadel zur Hand und die erste ziehen, da braucht ihr auch nicht viel, also einfach zum Festhalten unten und dann machen wir Schlaufen. Falls ihr das ein bisschen dicker haben möchtet, könntet ihr auch mit 2 Fäden machen, also einfach doppelt, aber ich finde hier ist auch 1 ausreichend. Am Anfang bildet sich ja bereits ein Knoten, wenn ihr fertig seid, einfach abschneiden und durchziehen, festziehen und dann kommt der zweite Knoten gleich am Ende. Das sollte 40 cm von dem Geflochteten zum Geflochten sein. Am Schluss einfach abschneiden, dann eine Sicherheitsnadel rein und einmal drumherum. Ihr müsst es nicht machen, das ist noch optional. Ich würde auch mehrere Farben machen und einfach, dass die Mamis ein bisschen variieren können und dann habt ihr euer schönes Schüchchen fertig. Das Perlenmuster ist vielleicht ein Muster, was ein bisschen anspruchsvoller ist, aber es schaut total schön aus, gerade für Babyklamotten. Jetzt zeige ich euch noch, was alles ins Percy-Paket kommt. Das seht ihr die schönen Rauten auch, die Blumen, einen Vintage-Stoff, ein Handlettering-Set und auch hier hinten die Korkstoffe. Es kommt aber nicht nur das rein, sondern noch ein bisschen was. Das einfach nur zur Vorschau, schickt mir einfach euren Percy. Und das könnt ihr gerne per Instagram machen oder auch per E-Mail. Und dann ist am 21.01. dann ja das Gewinnspiel zu Ende. Ich freue mich auf eure Fotos. Einige habe ich ja schon und bleibt kreativ. Tschüss!